eigene Energie produzieren, zu Hause, mit Photovoltaik oder Solarthermie ist das möglich. Und wie das funktioniert, erkläre ich dir jetzt. Die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern ist gerade aktueller als jemals zuvor und bei steigenden Preisen auch für jeden echt relevant. Da ist es doch eine tolle Vorstellung, Energie einfach selbst zu produzieren und für sich zu nutzen. Und das Ganze natürlich ohne Emissionen. Stichwort Energiewende. Kleiner Spoiler, das geht. Die Rede ist natürlich von Solarenergie. Schließlich wird die von der Sonne unbegrenzt und komplett kostenlos zur Verfügung gestellt. Natürlich nur, wenn sie scheint. Wer sich jetzt also eine Solaranlage aufs Dach packen will, hat die Wahl zwischen zwei verschiedenen Technologien, Photovoltaik und Solarthermie. Wie diese Technologien funktionieren, was grundsätzlich zu beachten ist, was sie kosten und ob sie sich sinnvoll kombinieren lassen, das erfährst du alles in diesem Video. Fangen wir einfach mal mit was Grundsätzlichem an. Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Und gibt es unterschiedliche Technologien? Also Solarenergie mal ganz grundsätzlich. So eine Solaranlage auf dem Hausdach hat jeder schon mal gesehen. Wenn du aber mal genau hinschaust, dann gibt es da schon ein paar Unterschiede. Solarenergie ist nämlich nicht gleich Solarenergie. Hier unterscheidet man zwischen Photovoltaik und Solarthermie. Beides macht sich die Sonne zunutze, aber es kommt am Ende was anderes raus. Die Photovoltaik erzeugt elektrische Energie, also Strom. Die Solarthermie erzeugt thermische Energie, also Wärme. Aber wie funktioniert das? Zuerst mal zur Photovoltaik, also Strom aus Sonnenenergie. Da haben wir diese klassischen Solarpaneele, bestehend aus vielen einzelnen Solarzellen. Scheint da die Sonne drauf, wird aus der Sonnenenergie Strom. Genauer gesagt Gleichstrom. Über einen Wechselrichter wird dieser in Wechselstrom umgewandelt, also in den Strom, der auch aus der Steckdose kommt. So können wir mit der Energie der Sonne unsere Elektrogeräte im Haushalt nutzen, Toaster, Waschmaschine, Kühlschrank und alles weitere. Oder natürlich auch unser E-Bike oder Elektroauto aufladen. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja, ist ja eine super Sache, aber was ist, wenn ich den Strom gerade gar nicht brauche, weil ich vielleicht unterwegs bin? Oder einfach viel mehr erzeuge, als ich überhaupt aufbrauchen kann? Dann hast du die Möglichkeit, den Strom ins öffentliche Stromnetz einzuspeisen und dafür gibt es sogar noch Geld. Wie viel genau regelt das Erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG? Die Vergütung liegt derzeit bei etwa 8 Cent. Bei einer durchschnittlich dimensionierten Anlage. Du kannst deinen Strom aber auch speichern. Dafür benötigst du entsprechende Speichereinrichtungen. So kannst du deinen Strom auch nutzen, wenn die Sonne eben weg ist. Übrigens hast du auch die Möglichkeit, mit dem Strom zu heizen. Das geht über die sogenannte Power-to-Heat-Technologie. Das kannst du dir im Grunde genommen vorstellen wie einen Tauchsieder, der im Wasserspeicher deiner Heizung sitzt. Der wird dann über den Solarstrom erhitzt und unterstützt so das Heizungssystem beim Erhitzen des Wassers. Eine weitere, gerade sehr prominente Variante der Power-to-Heat-Technologie ist die Wärmepumpe. Dabei wird Strom eingesetzt, um die Wärme aus der Erde, dem Grundwasser oder aus der Luft aufzunehmen, zu verdichten und dann für den Betrieb der Heizungsanlage einzusetzen. Das Besondere, aus einer Kilowattstunde Strom werden mehrere Kilowattstunden Wärme gewonnen. Okay, gut. Und wie funktioniert das jetzt genau mit der Solarthermie? Solarthermie bedeutet Wärme aus Sonnenenergie. Das Prinzip dabei ist ganz einfach. Auf dem Dach wird ein Röhrensystem verlegt, durch das eine Flüssigkeit läuft. Das Sonnenlicht wärmt die Röhren und damit dann auch die Flüssigkeit auf. Et voilà! Vielleicht denkst du jetzt, da läuft also das Duschwasser durch. Nee, ganz so einfach ist es nicht. Im geschlossenen System zirkuliert eine spezielle Trägerflüssigkeit. Diese gibt die gesammelte Wärme in einem Pufferspeicher an das Wasser ab, wie über eine Heizspirale. Danach ist die Flüssigkeit wieder kühl und kann auf dem Dach dann eben neue Wärme aufnehmen. Das warme Wasser aus dem Pufferspeicher können wir dann zum Duschen, Waschen oder Spülen nutzen. Jetzt fragst du dich, kann ich mit dem Wasser eigentlich auch heizen? Und da lautet die Antwort klar und deutlich: Jein? Tatsächlich wird Solarthermie häufig auch für die Heizung genutzt. Allerdings übernimmt sie hierbei eher eine Vorheizfunktion. Das liegt daran, dass die Temperatur für die normale Heizung einfach nicht hoch genug wird. Insbesondere im Winter, wo wir ja nun mal heizen wollen. Immerhin kann man den Energieverbrauch von fossilen Heizungen damit senken. Und jetzt mal angenommen, ich finde beide Technologien richtig gut, kann ich Photovoltaik und Solarthermie eigentlich miteinander kombinieren?
Die Kombination mit diesen zwei Modulen funktioniert wunderbar und wird auch von vielen Fachleuten empfohlen. Voraussetzung ist natürlich, dass du genügend Dachfläche zur Verfügung hast. Der Vorteil dabei: Die Photovoltaikanlage übernimmt die Stromversorgung der Elektrogeräte, des Brauchwasser- und Heizungssystems. Und dank der Solarthermie hast du immer dann warmes Wasser, wenn du es brauchst. Und übrigens, es wird inzwischen auch an Systemen gearbeitet, die beide Technologien in Hybridkollektoren vereinen. Das Ganze heißt dann entsprechend Photothermie oder Thermovoltaik und nimmt natürlich weniger Fläche in Anspruch. So ganz einfach ist das allerdings nicht. Das liegt daran, dass Solarthermie besser funktioniert, wenn die Temperatur der Kollektoren sehr hoch ist. Bei Photovoltaik verhält es sich eher andersrum. Hier liegt die optimale Temperatur etwa bei 25 Grad Celsius. Darüber hinaus nimmt die Effizienz eher ab. Also warten wir mal ab, was die Experten und Wissenschaftler für Lösungen finden. Jetzt wissen wir grob, wie die Technologien funktionieren. Und wenn du jetzt schon mit dem Gedanken spielst, eine Solaranlage zu installieren, dann solltest du vorher einen Blick auf den möglichen Standort werfen, also dein Haus. Angenommen, das hier ist jetzt dein Haus. Damit die Anlage auf dem Dach auch effizient funktioniert, musst du einige Dinge beachten. Wie sind die Größe und Ausrichtung des Daches? Eine nach Süden ausgerichtete Anlage ist natürlich ideal, aber auch West oder Ost funktioniert. Eine Photovoltaikanlage und ein Flachdach ist übrigens kein Widerspruch. Die Solarmodule werden in diesem Fall mit Hilfe spezieller Stützvorrichtungen, der sogenannten Aufständerung, montiert. Der Vorteil: Dadurch kann der Winkel der Module variabel bestimmt werden. Wird das Hausdach von Bäumen oder anderen Gebäuden verschattet? Das wirkt sich natürlich negativ auf die Leistung aus. Auch wichtig: Wie viele Sonnenstunden im Jahr gibt es am Aufstellungsort überhaupt? In Deutschland sind es im Jahresdurchschnitt übrigens 4 bis 4,6 Sonnenstunden pro Tag. Die Zahl variiert natürlich leicht abhängig von der Region, in der du lebst. Und natürlich haben auch Wetter und Jahreszeit Einfluss auf die Leistung. Ist ja klar, keine Sonne, keine Energie. Letztendlich muss das Dach die Anlage natürlich auch tragen können. Mit der Statik sollte also auf jeden Fall alles passen. Gut, jetzt kennen wir auch den idealen Standort. Kommen wir also zur finalen Frage: Die Kosten und Nutzen. Genauer gesagt, welches System rentiert sich für mich mehr? Werfen wir mal einen Blick auf unter anderem Kosten, Rentabilität und mögliche Förderungen. Pro Kilowatt-Peak kann man mit etwa 1400 Euro für die Anlage plus Installation rechnen. Die Kosten pro Kilowatt-Peak sind umso niedriger, je größer die Anlage ist, die installiert wird. Für ein Einfamilienhaus reichen etwa 5 Kilowatt-Peak. Da liegen wir dann bei 7.000 bis 10.000 Euro. Weitere Kosten können je nach verwendeten Solarmodulen und eben den Wechselrichtern entstehen. Hinzu kommt der Netzanschluss und, wenn gewünscht, natürlich nochmal der Stromspeicher. Bei einer Solarthermieanlage liegen die Kosten für ein Einfamilienhaus zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Dabei spielt es auch eine Rolle, ob du die Anlage nur für warmes Wasser nutzen möchtest oder auch die Heizung unterstützt werden soll. Auch hier sind weitere Kosten möglich, zum Beispiel für die Installation und den Speicher. Aber auch Betriebskosten, beispielsweise für die entsprechende Umwälzpumpe, die ja auch wieder Strom braucht. Die Kosten für beide Systeme haben wir jetzt also geklärt. Stellt sich die Frage: Wie schnell amortisieren sich die Kosten? Und wie rentabel sind die beiden Systeme am Ende? Was man für beide ganz klar sagen kann: Es kommt drauf an. Werfen wir zuerst wieder den Blick auf die Photovoltaik. Hier sind die entscheidenden Faktoren die Einspeisevergütung und der Selbstverbrauch. Die Vergütung gibt dir ein bestimmtes Maß an finanzieller Sicherheit. Bei steigenden Stromkosten steigt die Einsparung. Mit einem Stromspeicher geht das dann noch besser, weil du den selbst erzeugten Strom auch bei schlechter Witterung nutzen kannst. Da Solarmodule recht robust sind, halten sie etwa 25 Jahre. Das ist schon eine lange Zeit, über die sich die Anlage dann sicher amortisiert. Und wie sieht das bei Solarthermie aus? Hier hängt die Rentabilität von den Energiekosten ab, die sonst für die Warmwasserbereitung oder Heizung anfallen würden. Angesichts der extrem anziehenden Preise für Gas, Öl und Strom steckt da also eine Menge Einsparpotenzial drin. Allein fürs Warmwasser sind das 50 bis 65%, insbesondere wenn vorher ein stromfressender Durchlauferhitzer genutzt wurde. Auch die Solarthermieanlagen sind sehr robust und wartungsarm. Hier kann man sogar von durchschnittlich 30 Jahren Lebensdauer ausgehen. Beide Systeme rentieren sich also über einen bestimmten Zeitraum. Und weil es um erneuerbare Energien geht, gibt es doch bestimmt noch vom Staat was dazu. Stichwort
KfW-Förderung. In beiden Fällen gibt es dazu Möglichkeiten. Bei Photovoltaikanlagen sind das günstige Förderkredite von der KfW. Wer Solarthermie installieren will, kann sich außerdem über Zuschüsse des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, dem sogenannten BAFA, freuen. Zum Thema Förderungen ist in der Infobox noch ein ausführlicher Artikel des NBW-Magazins verlinkt, wo du dich noch tiefer in das Thema einlesen kannst. Zuletzt noch ganz interessant, der Wirkungsgrad und Installationsaufwand. Der Wirkungsgrad sagt aus, wie viel der zugeführten Sonnenenergie in Strom bzw. Wärme umgewandelt werden kann. Die Solarthermie liegt hier mit 50% deutlich vor der Photovoltaik mit nur etwa 21%. Da uns das Sonnenlicht gar nichts kostet, sind diese Zahlen aber eher theoretischer Natur. Beim Installationsaufwand punktet die Photovoltaikanlage mit ihrer einfachen modularen Bauweise. Auch die Leitungen und Wechselrichter sind von Experten sehr schnell verbaut, ebenso wie ein eventueller Speicher. Hier erfordert Solarthermie etwas mehr Aufwand. Die Module an sich sind schwerer und es muss der Pufferspeicher aufgestellt werden. Am Ende braucht es noch einen Wasseranschluss oder auch die Integration ins Heizsystem. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Hier mal mein Fazit. Ganz gleich, ob du dich für Photovoltaik, Solarthermie oder eine Kombination aus beidem entscheidest, trägst du definitiv deinen Teil zur Energiewende bei und machst dich unabhängiger von fossilen Brennstoffen. Und du kannst natürlich Geld sparen. Etwas schneller wird sich wegen der zusätzlichen Einspeisevergütung wahrscheinlich die Photovoltaik amortisieren. Es empfiehlt sich also, hiermit den ersten Schritt zu machen, bevor eine Solarthermie hinzukommt. Schau dir auf jeden Fall mal die Lösungen von Zenec an. Da findest du auch ganz smarte Speicherlösungen für Solarstrom. Oder die Cloud für den Strom. Das bedeutet, dass du Strom in einen virtuellen Speicher einspeist und später wieder abrufen kannst. Auch nicht kostenlos, aber auf jeden Fall eine sehr interessante und sehr innovative Alternative zum Speicher im Keller. Alle wichtigen Infos dazu habe ich dir auch wie immer in der Infobox verlinkt. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, dass ich dir alle wichtigen Infos liefern konnte. Wenn du jetzt noch Fragen zum Thema hast, dann hinterlass uns unbedingt einen Kommentar unterhalb des Videos. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat, gerne ein Like da lassen und den Kanal unbedingt abonnieren, am besten noch die Glocke daneben drücken, dann bekommst du immer eine Benachrichtigung, wenn wieder neue spannende Videos online sind. Die hier, die sind schon online und die kannst du dir am besten jetzt anschauen. Bis bald, tschüss. Die Photovoltaik erzeugt elektrische Energie, also Wärme. Strom. Das klang so überzeugend, oder? Da kommen wieder die Stromfresser. Also, das ist super Sache. Elan und Happiness. Woo!